So, da sind wir wieder. Für die Freunde auf YouTube ist es immer noch Triple Pursuit, es ist immer noch dieselbe Runde. Oh, was kommt denn jetzt wieder? Schöne Karte. Welche religiöse Gruppe hat diese Fahne? Ich hätte jetzt gewusst, welches Land das ist, aber welche religiöse Gruppe? Jetzt seid ihr mal dran. Da hätte ich gar keinen religiösen Bezug, wenn ich ganz ehrlich bin. Zeugen Jehovas. Buddhismus? Hat der Buddhismus Farben? Wahrscheinlich schon, aber ich würde den auch nicht mit Farben oder so. Der Hieratolym Lord kennt das? Ernsthaft? Buddhismus? Okay. Buddhisten. Gut. Okay. So, jetzt könnt ihr überlegen, Geschichte oder Erdkunde. Wahrscheinlich sagt ihr Geschichte. Ja gut, wie oft ich hier schon geraten habe, ist ja vollkommen wurscht. So, Erdkunde. Achso, okay. Es gibt wieder Musik. Ich weiß es. Ich weiß es. Und ihr sicherlich auch. So, jetzt aber mal los. Das kriegt ihr hin. Da bin ich mir sicher. Frage nach dem Land. Grüße hier wieder an Boris Johnson übrigens, glaube ich. Dürfen die dann eigentlich auch die Hymne behalten? Liechtenstein. Herr High Retro Game Lord, sollen wir Liechtenstein einloggen? Ich glaube, dann wirst du von den anderen Leuten vermöbelt, glaube ich. Was? Ernsthaft? Kannst du mir das erklären? Das verstehe ich nicht. Jetzt warte ich erstmal auf, dass der Herr Rettung und Lord uns das erklärt. Jetzt hätte ich gern bitte sehr mal Telekolleg-Hymne. Warum? Ich meine, mag ja sein, dass der Text ist, aber haben die die gleiche Hymne? Na gut, ich habe jetzt auch, ich kriege jetzt nicht so viel. Das ist die Nationalhymne von Liechtenstein. Das heißt, die haben die gleiche wie die Großbritannische? Na gut, ja, ich sage ja, Liechtenstein ist ja jetzt im Fußball jetzt vielleicht nicht so, ne, jede Woche präsent. Wäre mir das vielleicht mal aufgefallen, aber. Ja. Vom Text macht das ja Sinn. In Großbritannien ist kein Rhein. Das kriege ich sogar ich hin. Aber das ist ja musikalisch das Gleiche. Grüße übrigens hier an den großartigen Herrn Rimtour. Da musst du mir das erklären. Falls du das hier bis dahin siehst, jetzt bist du dran. Grüße hier nach Liechtenstein. Ah ne, er kommt aus Luxemburg, ne? Ja. Das ist die Anführungszeichen Urdeutsche. Ja, das ist richtig. Aber haben die die heute, hat Liechtenstein tatsächlich noch diese. Ich muss mal auf achten. So. Neu wählen oder Kunst oder Literatur? Ich lerne hier noch was.
Ja, der Kunst. Okay. Wer hat angeblich die dicksten Kartoffeln? Das weiß ich. So einen Scheiß kenne ich. So einen Scheiß kenne ich. Ja, ich würde dem Heretical Law zustimmen. Genau, die dümmsten Bauern. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Das kann man auch auf YouTube umbauen. Gut. So. Also, ihr habt Wissenschaft, Natur, Erdkunde, Geschichte, nochmal Wissenschaft, Sport, Unterhaltung, Kunst und Literatur. Unterhaltung. Wer spielt die Domino in dem Film Sag niemals nie? Ist klar, der Film ist klar. Aber hier, welches Bond-Girl hatte er denn da? Ich glaube, da hast du recht. Ja, ich glaube, das passt. Ja, das sehe ich auch so. So, wir haben wieder Wissenschaft und Natur, Erdkunde, Geschichte, Sport, Unterhaltung. Unterhaltung läuft eigentlich immer am besten, wie man auch merkt. Mit Sport. Oh, wieder eine Karte. Okay, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ist die Frage, ob was ist richtig, was ist falsch. Ja, genau, das Entweder-Oder macht mich stutzig. Deswegen, Bowling oder Kegeln? Kegeln hat keine Löcher? Ist das so? Weil der lustige Gag ist, das ist ja das typisch deutsche Phänomen. Auf einer Kegelbahn kriegst du ja auch solche dann Bowling-Löcher. Zehner-Bowling. Ja, gut, ist Bowling. Weil Kegeln ist 9. Weil, du wirst lachen. Also, der Hyretto-Gelemont kennt das. Wir waren ja jetzt auch bei seiner Retro-Börsenveranstaltung. Da war eine klassische Kegelbahn. Da waren aber Bowlingkugeln. Deswegen, das ist hier alles ein bisschen sehr irre. So. Da wollen wir. Okay. Dann kannst du den Leuten das mal beibringen, wie es richtig geht. So, Erdkunde, Wissenschaft und Natur. Unterhaltung, Sport. Kunst, Literatur, Geschichte. Ihr habt alles zur Auswahl. Wissenschaft. Wie ist der Blutdruck bei Hypotonie, zu hoch oder zu niedrig? Bei irgendeiner Aufnahme hatten wir die Frage schon. Wer sich daran erinnern kann, weiß, was rauskommt. Die Frage hatten wir schon. So, niedrig ist gefallen. Ist ja jetzt nur eine Entweder-Oder-Frage. Da wird es ja noch nicht mal 4 Möglichkeiten geben. Nicht wie bei irgendwelchen Runenbuchstaben.
Ihr sagt zu niedrig. Und das ist richtig. Aber erstmal ein Big Ben Break. Ach, macht er dann auch die volle Stunde, ne? Schlägt er dann auch noch? Es ist also... Es ist seltsam. So. Geschichte, Erdkunde, Wissenschaft, Natur, Kunst, Literatur, Unterhaltung. Ich habe die dreimal Erdkunde hier in der Ecke. Das ist wahrscheinlich eh nicht eure Welt. Also, was darf es diesmal sein? Und stimmt, jetzt sehe ich auch diesen Gag für Tabelle klein. Erdkunde. Wo in Bayern hat der Kapuzinerorden sein Zentralkloster? So, jetzt mal gucken, ob wir Bajuwaren haben. Ich kann die Kapuziner, aber ich weiß nicht, in welchem Ort die sind. Und wer es macht jetzt einen Witz der Kapuzineräffchen, also... So, ich merke, hier Bayern im Saal haben wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das, kann man das überregional wissen? Rosenheim, Freising? So, Rosenheim nehmen. Ich weiß es wirklich nicht, also. Man könnte jetzt böse sagen, kann man das nicht ableiten, wo Bier produziert wird und Wein? Mal gucken, ob irgendeiner sagt Erding oder so. Ja, Teamchef, was nimmst du? Oder München, ja, du bist der Chef. Wer ist für München? Ja, eigentlich wahrscheinlich nicht so viele. Und schon ruft wieder Uli Hoeneß an. Okay. Zwei für München. Komm, klicken wir durch. In Altötting. Klar, bei den ganzen Heiligen. Alles klar. So, Unterhaltung, Versuch Nummer 4. Was setzte der Antenner in dem Film Achterbahn in Brand? Wenn ich jetzt die Achterbahn sage, bin ich doof, ne? Das tue ich jetzt aber. Eine Achterbahn ist nicht unbedingt eine Geisterbahn. So, es darf wieder Erdkunde, Wissenschaft, Natur, Kunst, Literatur, Sport, Geschichte. Was hätten die Herren und Damen denn gerne? Sport. Es lebe der Sport. Ja, das kann man sich dann noch super dran erinnern, ne?
Wer war der schwerste Teilnehmer der Olympischen Spiele, Olympischen Winterspiele in Sarajevo? Wer hat das jetzt noch auf dem Schirm? Also, ich denke nicht viele. Ich auch nicht, also. Ich wüsste auch nicht, schwerster Teilnehmer, einer der Anschieber beim Bob, ich habe keine Ahnung. Auch das ist schon mal eine Frage, es wird ja schon mal interessant sein, welcher Sportart, ne? Aber Biathlon, King Kong Bundy. Ja, ich mache mal wieder einen Cut.